Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten, genau genommen zweiten Folge erst von den Infovideos. Infovideos, war ja bisher nur eins. Egal, herzlich willkommen. Ich habe heute bahnbrechende Neuigkeiten. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass das mit diesem Intro nicht ganz so geklappt hat. Es gab irgendwie Probleme und dann ist das Intro dann irgendwie 50 Sekunden lang und ich glaube, das ist zu lang, wenn ich das für jede Folge mache. Deswegen habe ich das jetzt einfach weggelassen. Es wird schon passen. Kommen wir zu den Infos. Also, als erstes, Leute, wir sind ja jetzt soweit, dass Forza Horizon 5 zu Ende geht. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kommt seit den letzten Tagen jeden Tag ein Forza-Video, damit das Projekt beendet wird, weil theoretisch bin ich schon mit dem Spiel durch. Mir fehlen noch drei große Rennen, die werde ich jetzt auch noch heute, vielleicht auch morgen aufnehmen und dann bin ich damit fertig. Da muss natürlich ein neues Projekt her. Und nicht nur Forza endet, sondern auch Mario & Rabbids endet bald. Wir sind bei Part 34, 35 und insgesamt habe ich 37 oder 38 Videos. Also wir sind auch schon kurz davon los und dementsprechend dachte ich mir, jo, wir brauchen ein neues Projekt. Was ist ein cooles Game, was auch mal größer ist, was länger dauern könnte? Und da ist mir Horizon Zero Dawn in den Sinn gekommen. Ein Open-World-Game, wo man halt so rumlaufen kann und das spielt 1000 Jahre in der Zukunft und irgendwie Maschinen und sonst so Zeug. Wir schauen uns das alles dann nochmal im extra Video an. Genau. Minecraft Dungeons bekommt ein Update. Am 8.12. glaube ich war das, nächste Woche Mittwoch, bekommt Minecraft Dungeons ein Update mit irgendwelchen Abenteuerpunkten und sonst Zeug. Das schauen wir uns natürlich auf jeden Fall an, Leute. Darauf seid darauf auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht auch im Multiplayer-Modus, genau weiß ich das noch nicht. Das kommt dann. Auf jeden Fall ein kompletter Tower, durch den man durchrushen kann. Und eben das, genau das war schon. Und Cloud-Saves, dass euer Spielstand jetzt in der Cloud gespeichert wird und ihr damit auch zu Hause zocken könnt und in eurem Studio, so wie ich jetzt hier zum Beispiel. Am Samstag steht ja wie immer ein Streaming-Tag an und es ist was ganz Spannendes passiert, das erzähle ich euch dann. Ich habe was auf dem Flohmarkt gekauft. Ja, das wird richtig cool, das schauen wir uns dann diesen Samstag an. Ich schätze, es wird ein 37-Stunden-Stream, ich weiß es noch nicht. Nein, ich hätte gesagt, wir probieren das 3 Stunden, wenn ich nach 3 Stunden nicht wirklich Progress mache, würde ich es an der Stelle auch lassen. Jahresinfos. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir jetzt schon bald am Ende des Jahres. Zum Ende des Jahres habe ich natürlich auch kleinere Events geplant, je nachdem wie das... Dankeschön, Auto. Sehr professionell hier. Ein paar kleinere Events, vielleicht auch größere, mal gucken, geplant. Also geplant ist auf jeden Fall ein Stream am 25. Dezember, an Weihnachten, wenn man das so will. Zumindest ist es in Amerika das offizielle Weihnachten. Da gäbe es einen Weihnachtsstream. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Dazu wird auch noch ein Trailer kommen, ungefähr sowas wie beim Halloween-Trailer, nur ein bisschen witziger. Ich habe mir nämlich eine Mütze bestellt mit dem K-Storm-Logo drauf und ihr könnt euch auf was gefasst machen. Dann natürlich Ende des Jahres. Was steht da immer an? Silvester. Zu Silvester mache ich natürlich einen Special-Stream, weil dann ist es wirklich offiziell 365 Tage mit Facecam. Das war damals total der große Schritt für mich, ich weiß es noch. Da werde ich dann darüber noch ein bisschen reden und wir werden natürlich wie immer so einfach irgendwelche random Games zocken, auf die ihr Bock habt, auf die ich Bock habt. Verpasst das auf jeden Fall auch nicht. Der wird am 31.12. sein. So, ich fange so um 8, 20 Uhr an oder später oder um 10, mal gucken. Und wir streamen dann wieder bis ins Neujahr rein. Außer es ist kein Böllerverbot. Dann wäre der Stream am Abend, beziehungsweise so halbwegs am Abend, dann würde der Stream um 16 Uhr anfangen und um 8 schon aufhören, damit ich um 8 dann unsere Palette schießen kann. Dazu wird es dann vielleicht auch ein Video geben. Wenn wir auch schon gerade bei Silvester, Ende des Jahres sind, würde ich gerne damit anfangen, jährlich den Jahresrückblick einzuführen. Das heißt, wir setzen uns am Jahr immerhin für 20, 30, 40 Minuten, reden so über das vergangene Jahr, was so ansteht, was sind meine Lieblingsgames, was sind eure Lieblingsgames, das könnt ihr dann immer in die Kommentare schreiben. Oder sonst sowas. Das werde ich wahrscheinlich während des Silvester-Streams nebenbei aufnehmen. Wo wir dann einfach drüber reden, was ist so cool ist dieses Jahr passiert. Was waren die epischsten Spiele von allen. Verpasst das auch nicht. Und dann habe ich auch noch Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahr, ich weiß nicht, je nachdem wie es passt, wieder mal ein neues Projekt vor. Also auch ein Let's Play, klar.
Aber es geht wieder so, also wir hatten das mal eine Zeit lang auf dem Kanal, aber ich möchte dahin wieder zurückgehen, und zwar zu den VR-Games. Also mit Virtual Reality hatten wir ja schon so das ein oder andere Projekt, um genau zu sein, dreimal Vader Immortals. Das war's auch schon wieder, und da hätte ich schon Lust, irgendwie wieder reinzugehen. Ich habe gerade die Brille vorher getestet, und ich muss schon sagen, die funktioniert blendend gut, nur dass sie 4-5 Mal abgestürzt ist. Und da hätte ich halt mal Lust, die ein oder anderen Games zu bringen. Ich habe da 3-4 Games so in Augenschein geworfen, die bestimmt lustig werden könnten. Ein Horror-Game, Horror-Ride, wie auch immer man das nennt, ist auch dabei. Freut euch darauf auf jeden Fall. Gut, und dann war es das auch schon mit der heutigen Präsentation. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Das würde mich und meine Crew auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.